Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, sitze ich hier auf meinem Sofa und ich habe zwei Pakete dabei. Pakete von der guten Firma QWERTY. Kann man das lesen? Es ist ein bisschen dunkel gerade und mehr mäßig beleuchtet. Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder einige Päckchen bekommen, und zwar zwei Stück. Wieder mal von QWERTY. 10 Monate ist das letzte QWERTY Unboxing her. Und ja, ich habe mir gedacht, hey Stray, du brauchst mal neue Shirts. Und dann kam auf einmal so eine richtig geile Rabattaktion, bei der man für jedes Shirt 4 bis 9 Euro bezahlt hat und natürlich den Premium-Versand noch gratis dazu gekriegt hat, wenn man den Einkaufswagen natürlich vollgepackt hat. Und das habe ich gemacht. 12 Shirts habe ich mir geholt. Passt locker in ein Video rein. Ich würde sagen, wir legen nach dem Intro los. Viel Spaß, Leute! Ja, Freunde, könnt ihr euch noch daran erinnern, dieses lieblose, schwarze oder blaue Verpackungsmaterial, das gibt's nicht mehr. Jetzt hat der QWERTY-Bot hier einige kleine Roboter drauf, in blau oder in schwarz. Oben drauf steht Own Me for Awesome Tees und hier ist sogar noch die Liste drauf, was für T-Shirts man bestellt hatte. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem, ja, mit welchem fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem schwarzen an, mit dem größeren. So, Unboxing-Messer habe ich natürlich wie immer am Start. So, geh auf. Mit dabei sind natürlich wieder die geilen Haribus, Süßigkeiten, nice. Zuletzt sei gesagt, es gibt definitiv doppelte T-Shirts. Ich habe mir einige Motive mehrfach bestellt, das liegt daran, dass ich die einen für die Arbeit nutze und die anderen für privat, weil, wie ihr wisst, ich arbeite in der Pflege und da werden die Klamotten auch mal schnell dreckig, aber naja, mehr möchte ich jetzt nicht sagen. So, zuallererst haben wir das kleine Moment, das The Legends 1990er Legends T-Shirt hier. Da haben wir drauf einmal oben links angefangen Tombi, dann Odd Ape aus Oddworld, Spyro, Medieval, Crash Bandicoot, Lara Croft, Bomberman, Solid Snake und Cloud. Dieses T-Shirt habe ich mir zweimal bestellt. Einmal eine Nummer größer, einmal eine Nummer kleiner. Das kleinere privat, das größere für die Arbeit. Schönes Motiv, schöner Druck. Und für alle, die fragen, ist das Fruit of the Loom? Nein, es ist Gildan. Da, ich weiß gar nicht, ob die da auch zwischendurch mal den verehrten Druckmeister wechseln. Habe ich mir das Shirt nicht sogar dreimal bestellt? Oh lol, ihr Schweinehunde. Die haben mir zweimal das größere zugesendet. Ich wollte eigentlich einmal, ja, ach nee, Quatsch, das habe ich sogar dreimal bestellt. Okay, ich ziehe meine Ansage zurück. Tatsache, das habe ich eigentlich dreimal bestellt. Kleinen Moment. Ach, lol. Da ist es. Hier nochmal in der nächst kleineren Ausführung. Ah, sehr, sehr schön. Genau, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall. Endlich mal wieder neue Shirts zum Anziehen für die Arbeit. Dann habe ich noch. Lol. Was ist da drin? Da ist irgendwas drin. Noch mehr Süßigkeiten. Okay. Zwei Packungen. Leute, habe ich noch nie gehabt. Sonst ist pro Paket immer eine drin.
So, und hier haben wir einmal ein Final Fantasy 7 T-Shirt. Ja, das sind, ich weiß, das würdest du wahrscheinlich liebend gerne haben wollen. Aber nein, das kriegst du nicht. Oben links Sid, dann Winston, Tifa, unten links Aerith, in der Mitte Cloud, danach Barret, Cassis, Yuffie und Red 13. Wunderschön, dieses T-Shirt habe ich mir auch zweimal bestellt. Auch einmal wieder für die Arbeit in einer Nummer größer und privat eine Nummer kleiner. Sehr schön, schöner Druck. Auch wieder von Gildan, weil ich bin der Meinung, QWERTY hatte mal von Fruit of the Loom T-Shirts gehabt. Bin ich mir gerade allerdings nicht so sicher. So, dann kommen wir zum letzten T-Shirt. Das habe ich mir nur einmal bestellt, aber es sieht wunderbar aus. Und ihr wisst, ich bin Final Fantasy Fan. Ein riesiger Final Fantasy Fan. Deswegen musste ich mir definitiv das Cloud Strife Motiv holen. Es ist ein super duper T-Shirt. Und wow, es sieht ziemlich breit aus. Es sieht ziemlich breit aus, okay. Sehr schön, sehr schöner Druck. Ich mag das Motiv halt wirklich gerne. Ich hoffe, man erkennt das. So. Ja, das sollte man erkennen. Sehr, sehr schön. Ja, und das war auch die erste Tüte. Das erste Paket. Jetzt machen wir mal das zweite auf. Ja, komm her. Ja, immer mit dem Messer von sich weg öffnen. Sonst verletzt man sich nur. Ich kenne mich da sehr gut. So, und hier haben wir 6 verschiedene. 6 verschiedene Motive. So, fangen wir mal an. Einmal. Nee, gar nicht. 5 verschiedene. Eins habe ich mir wieder zweimal bestellt. Und da. Da haben wir es nämlich, Fruit of the Loom, das Sora Kingdom Hearts Shirt. Da ist von Fruit of the Loom. Ja, ich finde die Gildan Shirts ein bisschen besser von der Qualität, aber da, was ist das denn? Das eine ist von Fruit of the Loom und das kleinere ist von Gildan Soft Style. Okay, ich finde, wie gesagt, der Stoff ist ein bisschen anders, das spürt man auch. Und es tut mir auch gerade leid, dass ich nicht so direkt in die Kamera immer gucke. Hier das Sora-Motiv, sehr, sehr schön. Freue ich mich auch, dass ich das endlich habe, sehr, sehr schön. So, dann kommen wir zu ein paar cuten Shirts, wo ich mir gedacht habe, hey, das sieht niedlich aus. Das will man vielleicht mal haben, wenn man auf eine Con geht. Und zwar zum einen Dungeon and Cats. Wer mag keine Katzen? Und ich finde das ganz niedlich, weil es basiert auf Dungeons and Dragons. Ein wunderbares Motiv. Und für 4 Euro kann man echt nicht meckern. Sehr schön. Freut mich. Passend dazu. Super, wirklich super. Passend dazu habe ich mir das Sushi Cats T-Shirt geholt. Ist auch jetzt im Braun. Die anderen sind alle blau und schwarz. Es sieht aber sehr, sehr niedlich aus. Oder was meint ihr? Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. So, da haben wir das. Dann haben wir jetzt noch insgesamt 2. Tatsächlich. So, einmal ein T-Shirt von Your Name. Ich fand das Motiv ganz schön. Deswegen wollte ich das liebend gerne haben. Gefällt mir sehr. Und dann noch ein relativ schlichtes Shirt. Beidseitig bedruckt ist auch das einzige, was beidseitig bedruckt ist. Und zwar das Dragon Ball T-Shirt mit der Kampfschriftschule vom Herrn der Schildkröten. Ja, geil, Leute. Geil. Ja, das sind 12 neue T-Shirts. Ohne Scheiß, damit könnte ich jetzt jemanden totwerfen. Den Link zur Seite, wo ich diese T-Shirts her habe, packe ich unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, das kleine Unboxing hat euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr das zeigen könnt.
Schreibt euch in die Kommentare, welches T-Shirt euch am besten gefällt. Soll ich vielleicht mal T-Shirts verlosen oder so? Könnte ich mal machen. Würde sich anbieten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich. Bis dahin und tschüss.